So, ich habe ja schon öfter mal darüber gesprochen, dass wir für unsere Kunden gern Fokusgruppen-Assistance bauen, auch Panel-Assistance genannt. Da geht es darum, dass wir auf Basis von gegebenen Personas Texte bewerten lassen oder Bilder oder Ähnliches, einfach um rauszukriegen, wo könnten Schwächen sein, wie kommen die an, wie ist die Wirkung, wie kann man Texte und Ähnliches auch verbessern. So. Das kann man bei uns einfach leicht hier übers Dashboard, hier steht es schon, virtuelle Fokusgruppe aufrufen. Ich habe jetzt mal eine gebaut, die sehr, sehr einfach ist, Blue Color, White Color, die für die Kunden, die kann ich natürlich nicht verwenden. Und hab für die mal einen Text vorbereitet, der relativ starke Reaktionen auslösen sollte. Also gucken wir mal, das ist nämlich ein Text von unserer Website. Und zwar hier diesen Text KI als Service, wie Assistant OS unsere Kunden und uns stärkt. Also ein ziemlich nerdiger Text, vor allem mit Agentur, Fachsprache, Denglisch und so weiter und so fort. Den habe ich als PDF vorbereitet. Und den werde ich jetzt schlicht und einfach mal in diese virtuelle Fokusgruppe stellen und mal gucken, wie die Menschen, sprich die einzelnen Personas, die wir dort vorbereitet haben, auf das Ganze reagieren. So, ich lade jetzt hier einfach mal hoch. KI als Service habe ich, wie gesagt, als PDF vorbereitet. Schiebe das Ganze mal ab. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Assistent denkt, das ist ganz schön. Also erstmal Porträtfotos. Das heißt, was wir machen, ist jetzt im Hintergrund wird Stable Diffusion angesprochen. Ihr macht jetzt, weil das ganz schön ist, wenn man das Publikum sozusagen vor sich hat, in diesem Fall auch eher mal sehr einfach, was Stable Diffusion eben so kann, unbearbeitet. Normalerweise sind da auch spezielle Modelle für die Kunden etc. drin, sodass das Setting auch stimmt und sowas. Aber für die Demo wird es reichen. Blue-Color-Mitarbeiter, White-Color-Mitarbeiter, ein bisschen Stereotyp. Normalerweise achten wir da drauf. Aber so habe ich hier jetzt mal meine beiden aus der Fokusgruppe vor mir. Ich habe hier unten die beiden Teilnehmerinnen, einmal dann TeilnehmerInnen Thomas Müller, 42 Jahre Industriemechaniker, Dr. Sarah Weber, Projektmanagerin in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Und dann nimmt er jetzt aus deren Perspektive sich den Text vor. Das heißt, er fasst ihn nochmal kurz zusammen und zeigt dann eben hier zum Beispiel für, wie hieß er noch? Lass gucken, genau, den Thomas. Thomas Müller. Der Text verwendet viele Fachbegriffe und englische Ausdrücke, die für mich schwer verständlich sind. Die Struktur des Textes ist unübersichtlich und es fehlt an klaren, konkreten Beispielen. Es ist nicht klar ersichtlich, wie diese KI-Technologie meine tägliche Arbeit in der Produktion beeinflussen oder verbessern könnte. Da, er ist ja auch nicht die Zielgruppe, das kriegt man ja relativ schnell raus. Dr. Sarah Weber ist ein bisschen zufriedener, hat aber trotzdem noch ein paar Vorschläge, ne? Nach dem Motto, erläutern Sie genauer, wie die Plattform an spezifische Unternehmensbedürfnisse angepasst wird. Etc. Das sollte ich mir vielleicht mal insgesamt zu Herzen nehmen. Dann gibt es hier unten gemeinsame Empfehlungen und Vorschläge zur Anpassung für beide Zielgruppen. Insofern, hier ist der Vorschlag, eine Version des Textes mit einfacher Sprache und weniger Fachbegriffe. Also letztlich ist der Vorschlag, macht zwei Versionen davon. Ein Abschnitt, der die Auswirkungen und Vorteile von Assistant OS für verschiedene Unternehmensbereiche zeigt. Und strukturieren Sie den Text klarer mit Zwischenüberschriften etc. Wie gesagt, das ist jetzt keine Hexenwissenschaft hier. Ich wollte nur mal grundsätzlich zeigen, wie es funktioniert. Also, wir legen diese Personas vorher natürlich fest. Diese Personas werden visualisiert, sie werden vorgestellt und aus diesen Personas heraus gibt es dann Feedback. Das heißt, der Assistant nimmt die verschiedenen Perspektiven ein. Das können auch fünf oder sechs sein, je nachdem, was man hat. Und die Ergebnisse sind normalerweise dann doch ein wenig subtiler als das, was wir hier im Allgemeinen haben.